Engel, den Cast. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Part. Ja, der erste ist ja, habe ich mir nochmal angeguckt, da habe ich halt den Ton verhauen. Dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen und werde es in diesem Video natürlich besser hinbekommen. Zudem werde ich nochmal, also werde ich direkt an der Stelle weiterspielen und ich werde jetzt nicht mehr so viel um den heißen Brei rummachen, sage ich jetzt mal, da ich das in den anderen Videos ziemlich, ja, weil auch viel Einleitung und so dabei ist, aber das werde ich demnächst auch nicht rausschneiden, weil es gehört ja dazu, ne? Das wollen auch viele sehen, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist und so weiter. Ja, und das war's dann eigentlich erstmal und dann können wir eigentlich gleich sofort loslegen. Vielen wird es schon aufgefallen sein, ich habe jetzt ein neues Mic und die Qualität ist zwar nicht hervorragend, aber sie reicht. Sollte keinen weiter stören, hoffe ich. Okay, so war das nicht vorgesehen. Ah, okay, jetzt habe ich gecheckt. So, ihr seht mich hier natürlich schön beim Failen. Also, ich schneide auch keine Fehler raus, daher wäre auch irgendwie blöd. Und weiter geht's. So, jetzt muss ich den hier runterkicken. Und so eine Statue einfach so mit dem Fuß wegmachen geht natürlich eigentlich gar nicht. Die Szene haben sie ziemlich gut gemacht. Die Grafik hat sich auch verbessert, finde ich. Also schlechter ist auf keinen Fall geworden. So, erste Mission mit 100%. Das ist doch schon mal fein. Jetzt müssen wir zu der Bibliothek. Ah, da sind schon mal ein paar Wachen. Okay, hätte ich jetzt auch ein Luftattentat machen können. Und der nächste. Die kriegen das alle ja nicht mehr mit, wa? So, der Arbeiter hier jetzt. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelstein. Da sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. So, und weiter geht's. Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen. Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Ah, da hat der Ton wenigstens gestimmt. Na, jetzt geht's ja wieder. So.
Und der Kampf beginnt. Oh, leck. Die greifen gar nicht an. Doch. Na, lecker. Sowas kann natürlich nur mir passieren. Ah, ich muss eh mit dem Fallschirm gleich runter. Und weg. Ihr seht, das ist eine ausfahrbare Klinge hier. Die versteckte, die andere hat er gerade irgendwie verloren. Ach nee, die war jetzt zerbrochen, habt ihr ja in dem Trailer gesehen. So, na toll, jetzt hat er mir natürlich schon die andere Mission angesagt. Das finde ich natürlich nicht so schön. Und Trank wäre nice. Oh, ich habe keinen mehr. Das war jetzt nicht mein. Okay, wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, bin ich dead. Ah, es wird ja gehen irgendwie. Wie ihr seht, ist er ziemlich beweglich dafür, dass er schon so alt ist. Aber wie alt er genau ist, weiß ich auch nicht. Und... oh. Das war ein Fail. So, jetzt geht's gleich zum nächsten Part und wir sehen uns bei Black Angel The Cast.